Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Early in the morning, 5.39 Uhr und ich sehe aus, wie jemand um 5.39 Uhr aussieht. Ich hoffe, wir können das aber gleich ändern. Naja, besser wird's nicht. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt einen wunderschönen Tag gehabt, seid glücklich und zufrieden. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem kleinen Video ein bisschen aufmuntern kann. Ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass 90% von euch diese Marke, die wir heute testen, nicht kennen. Was ich sehr überraschend finde. Vielleicht aber auch doch. Ich habe vor ungefähr 5 Wochen ein Päckchen von einer Zuschauerin bekommen mit einer Probe von dem beliebtesten Produkt dieser Marke. Und ich habe das dann in meiner Story gezeigt und die Marke hatte mich angeschrieben und gesagt, hey, willst du ein paar Sachen wirklich ausprobieren? Weil wir haben viel, viel mehr als dieses eine Puder. Guess what? Es ist wirklich viel, viel mehr. Das, was ich hier in der Kiste habe, ist ein Drittel von dem, was eigentlich angekommen ist. Ich musste ein bisschen vorselektieren, weil ich das alles gar nicht in ein Video reinkriegen kann. Ich bin super gespannt. Es geht nämlich heute um Make-up Coach. Und ich bin gespannt, ob ihr die Marke schon kennt. Falls ja, könnt ihr mir gerne mein kleines Feedback in die Kommentare schreiben. Ich kannte es nur durch dieses eine Produkt. Dazu kommen wir nämlich gleich im Laufe des Videos. Ich will noch nicht so viel vorwegnehmen. Aber wir werden heute einen Look nur mit dieser Marke schminken. Und ich habe einen Code von Make-up Coach bekommen. Damit könnt ihr 10% sparen. Achtung, kleiner Disclaimer. Ich sage es immer ehrlich dazu. Das ist ein Affiliate-Code. Also wenn euch etwas gefällt und ihr das über diesen Link kauft und dann meinen Code eingibt, spart ihr 10% und ich kriege eine kleine Provision für euren Kauf. Fühlt euch damit aber nicht genötigt, ihr könnt auch einfach so auf die Webseite gehen und den Code benutzen. Also am Code verdiene ich nichts, nur über diesen Link. Einfach um ehrlich und transparent mit euch zu sein. Es geht heute, wie gesagt, um Make-up-Coach und ich hole so ein bisschen kurz aus, weil ich finde das eine super süße Sache. Das ist eine Marke von Michaela Schönfelder-Konrads und sie hat einfach eine komplette Brand mit eigenen Produkten aufgebaut. Und kleiner Applaus, ich weiß selber, wie hart das ist und wie viel Arbeit in so ein Produkt reingeht. Es ist ja nicht nur so, dass du sagst, oh, ich möchte diese und diese und diese Farbe haben, sondern Boys and Girls, ihr müsst auch als Make-up-Produzenten Tests machen. Stabilitätstests. Wie lang ist sowas haltbar? Wie sind die Inhaltsstoffe zusammen? Kein Wunder, dass man Ewigkeiten dafür braucht. Michaela dachte sich einfach, okay, wir machen einfach eine komplette Brand und hat wirklich extrem viele Produkte rausgebracht. Ich zeige euch im Laufe des Videos ein paar Produkte, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe für das Video. Es gibt aber beispielsweise auch hunderttausende verschiedene Monopigmente in wirklich krassen Farben. Wir haben Gelb, wir haben Lila, wir haben ein knalliges Glitzerblau. Ich glaube, die werde ich heute nicht benutzen. Aber soweit ich weiß, ich habe mich eben noch mal so ein bisschen auf der Seite umgeschaut, man kann alles auch einzeln kaufen. Also jede Lidschattenpalette gibt es auch einzeln demontiert, dass ihr euch die Farben einzeln aussuchen könnt. Wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt wirklich nur dieses Grüne haben, dann könnt ihr euch das auch zusammenbasteln, gibt aber auch alles schon fertig. 15.000 Minuten gequatscht, wir fangen an. Ich bin ein klitzekleines Stückchen näher gekommen. Ihr seht, meine Augen sind noch so ein bisschen pink verfärbt von dem Video von gestern. Actually, I stan. Das sieht so aus wie so frisch Queen stan. Und wir beginnen mit einer Foundation. Das ist diese hier. Das ist der Weichzeichner. Actually, die Namen von den Produkten, I can't. Wir haben den Weichzeichner, Marlene im Rampenlicht. Davon habe ich schon viel gehört. Romantische Augenblicke, Schlupfi Lidschattenpalette und 1, 2, 3 Sonnenkussmixer. Das sind die coolsten Namen. Das ist eine Foundation, die gibt es in verschiedenen Farben und die ist made in Germany. Alle Produkte dekorativ sind made in Germany bei Make-up Coach und das ist schon eine krasse Leistung, muss man mal sagen. Ich nehme mir mal ein bisschen Foundation hier auf den Handrücken auf und nehme jetzt hier einen Pinsel, der ist auch von Make-up Coach, so ein Stippling Brush und wir arbeiten das Ganze mal ein. Oh Girl, Color Match. Ist immer so schön, dass das andere besser hinkriegen, mir eine passende Foundation auszusuchen als ich. Vielleicht sollte ich einfach jemanden von euch beauftragen demnächst, wenn eine neue Foundation rauskommt, dass ihr mir die Farbe aussucht. Das ist eher so eine leichte Deckkraft. Lässt sich aber gut verteilen mit diesem Stippling Brush. Ich nehme mal meinen Schwamm. Ist eine recht zarte Konsistenz und die Deckkraft ist natürlich eine sehr leichte. Also ich finde so beim Make-up Coach geht es so ein bisschen um Natürlichkeit. Also es gibt schon krasse Farben. Ich schaue ja liebend gerne YouTube-Videos, ja. Aber die YouTube-Videos von Beauty-YouTuberinnen, die ich schaue, das sind nicht die Standard-Influencerinnen, die wir kennen, sondern das sind Mütter. Und das sind Damen, die einfach keine 20 mehr sind. Und das ist so, so schön zu sehen, weil ich dadurch natürlich auch so ein bisschen die Erfahrung kriege,
wie funktionieren Produkte für reifere Haut? Meine Haut ist 25 Jahre alt, ich kann dazu nichts sagen, aber ich kann sehen, wenn beispielsweise eine meiner liebsten YouTuberinnen, Mamako, eine Foundation testet und sagt, bei ihrer Haut Ü30 funktioniert die Foundation gut und Make-up-Coach arbeitet auch viel mit diesen Damen zusammen und umso gespannter bin ich natürlich, wie funktioniert die Foundation für mich. Also gibt es so einen leichten, frischen Kick an Farbe, kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man so ein bisschen zarter unterwegs sein möchte. Mir persönlich reicht die Deckkraft natürlich nicht. Okay, wir machen weiter. Es gibt nämlich auch eine Concealer-Palette und die ist so ein bisschen, ja, so eine Contouring-Palette. Also wir haben drei verschiedene Farben mit drin und wir probieren jetzt mal hier die hellste Farbe aus. Ich nehme jetzt erstmal hier einen Pinsel. Ich empfehle bei so Cream-Contour oder Cream-Paletten eigentlich immer den Finger. Und da könnt ihr euch das so ein bisschen anmischen. Schaut mal. So, dann schmilzt das Produkt richtig schön und ihr könnt euch die Farbe so ein bisschen anpassen. Deckkraft ist sehr hoch. Wow. Die kann ich mir sehr, sehr gut als Lidschattenbase vorstellen. Und wenn ihr jetzt meine Haut sehen könntet, ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran, dass ihr diesen Glow seht. Ulala. Okay, Concealer hat super schön aufgehellt. Ich hole euch jetzt ein Stückchen heran. Ich glaube, so könnt ihr den Glow auch ziemlich gut auf meiner Haut sehen. Alles sehr schön feucht, sehr leichte Deckkraft. Aber trotzdem, wenn ihr nicht so Augenringe habt wie ich oder einfach wirklich nur auf so einen zarten Touch an Farbe und Glow steht, ist das wirklich, wirklich gut. Jetzt, Freunde, kommen wir zu dem Produkt, auf das wir alle gewartet haben, auf das ich wirklich jetzt wochenlang gewartet habe. Ich habe das Paket nämlich schon eine Weile hier. Ich wollte es nämlich nicht vorher ausprobieren, sondern mit euch, weil dieses Produkt ist so gehypt. Das ist das Zauberpuder. Dose ist actually größer als meine Zukunft. Es gibt die in groß, in klein. Es gibt, glaube ich, auch noch eine mittlere Größe. Kommt, heute mehr ist mehr. Das ist so eine Puderdose. Wie gesagt, das gibt es in verschiedenen Größen. Und ich gehe jetzt hier einfach mal so ein bisschen rein. Ganz weich. Wollen wir es ausprobieren? Ich nehme jetzt hier erstmal einen fluffigen Pinsel, gehe hier gut rein, lade den Pinsel auf und dann setten wir damit so ein bisschen. Das hat komplett die Augenringe gerade einfach weggezeichnet. Moment. Ich nehme jetzt mal meinen Blende voll. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt, aber seht ihr den Unterschied? Das hat so eine ganz leichte Deckkraft, das Puder. Und wenn ich das jetzt hier wieder so wegnehme, hat es das komplett aufgehellt. Das Puder ist ja wirklich so durch die Decke gegangen. In jedem Video, was ich sehe, ist irgendwie dieses Zauberpuder mit drin. Und so teuer finde ich es gar nicht. Also es gibt auch eine Probiergröße. Im Vergleich, weiß ich nicht, zu dem Huda Beauty Ding ist das ein Schnapper. Okay, Base ist snatched. Ich bin sprachlos gerade. Wir gehen jetzt hier nochmal mit diesem wunderschönen großen Pinsel hier durch. Und setten damit einfach das restliche Gesicht. Also es nimmt, wenn ihr ganz zart aufbaut, nur so einen leichten Glow weg. Aber wenn ihr damit wirklich unter den Augen dick settet, geht es gut. Wir machen weiter mit einer, wo ist sie denn? Hier, mit der 123 Sonnenkussmixer Just Refresh, Just Refresh ist eine Farbe. Das ist eine Contouring- und Blush-Palette. Und wir gehen jetzt mal mit diesem Pinsel hier in diese Konturfarbe rein, klopfen ab und geben uns so einen Hauch, Hauch Sonne ins Gesicht. Also die Pigmentierung ist so, dass man es gut aufbauen kann. Ihr seht das. Sie ist nicht so, dass man jetzt denkt so, I'm sorry, kriege ich nicht mehr verblendet. Super schöne Farbe. Das ist wirklich so ein schöner, frischer, warmer Ton. Also das ist jetzt eher so ein Bronzer, würde ich sagen. Sieht im Pfännchen aber recht kühl aus. Kommt, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Haut drauf an. Und gibt halt ein extrem weiches Finish. Ne? Also ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt. Aber die Haut ist extrem weich. Das ist die Kombination, glaube ich, jetzt aus dem Puder vor allen Dingen. Boah, auch unter den Augen. Aus dem Puder und der Foundation. Jetzt sehe ich ein bisschen erholter aus, ne? Vorhin sah ich ja wirklich aus wie mein Hintern. Oh, wow. Okay. Wir haben noch zwei verschiedene Blushes. Wir fangen als erstes mit dem hellen hier an. Das ist so ein schöner Aprikoton. Und den setzt... Oh, cute. Ich liebe ja Aprikot-Blushes, ne? Was seid ihr? Team Rosa oder Team Aprikot? Und den... Oh, super pigmentiert. Und made in Germany. Da sagt einer, Deutschland kann kein dekoratives Make-up machen. Und dann gehe ich hier noch. Oh. Okay. Also die Blushes sind so krass pigmentiert. Schaut euch mal an, wie weich das aussieht. Nicht pudrig. Schön. Krass, crazy, I stan, I love it. I'm in. Wir haben hier einmal, die gefällt mir persönlich ja ganz gut. Das ist die romantische Augenblicke-Palette. Und wir haben diese hier. Die habe ich schon geswatcht, die sind krass pigmentiert. Marlene im Rampenlicht. Davon habe ich sehr viel schon gehört. Die ist gerne benutzt. Wir haben aber auch diese Augenstifte in
Schwarz in Braun, in Grau, in Grün. Ich habe hier schon mal so ein bisschen geswatcht drin und verblendet. Kann man gut verblenden. In Blau gab es, glaube ich, auch noch. Das ist lila. Es gab definitiv auch noch ein Blau. Ich habe mir überlegt, dass wir so eine Mischung aus dieser, die gibt es auch noch. Das ist die Schlupfi, glaube ich. Ja, Schlupfi. Das ist eine sehr kühle Palette für Smoky Eyes. Dass wir so ein bisschen mischen und ich aber auch diese Stifte benutze. Denn ich möchte etwas ausprobieren. Letztes Mal hat euch das ganz gut gefallen, als ich mir diesen Graphic Liner gezogen habe. Und dazu benutze ich jetzt hier den Smoke Liner Gel Eyeliner in der Farbe, weiß ich nicht, braun. Und damit ziehen wir uns jetzt hier wie so ein Liner, ich muss so ein bisschen gucken, und faken unsere Crease so. Und jetzt gehen wir mit so einem kleinen Pinsel in diese Farbe hier und blenden die so ein bisschen aus. Da muss man sich so ein bisschen beeilen, aber es geht. Ich mische nochmal so ein bisschen von dem dunklen Ton hier rein. Oh, krass. Ja, den dunklen. Das ist im Prinzip nur eine Hilfslinie, dass ihr euch schon mal vorab die Farbe an den Punkt geben könnt, wo ihr sie haben wollt und die dann ausblendet. Da muss man sich so ein bisschen beeilen. Die trocknen sehr gut an und ihr habt direkt so eine krasse Cut Crease. Und die blende ich mit diesem Ton hier aus, dass wir wirklich wie so ein Cat Eye Smoky Eye haben. Dann nehme ich die dunkelste Farbe hier und fülle mir das hier wirklich aus. Und die ist extrem pigmentiert. Schaut euch das an. Wir machen es gleich sauber und gehen in diesen Ton hier. Ist ein zarter Schimmer. Bold Queen today. Hört mal an, dann könnt ihr euch das so ein bisschen sauber machen. Okay, es ist ein sehr intensiver Look geworden. Crazy. Ich dachte eigentlich nicht, dass wir heute so mutig sind. Aber ist es ein romantischer Look oder ist es ein sehr gewagter Look? Ja, ich muss hier noch so ein bisschen sauber machen. So, und wir haben gleich so ein Bold Cat Eye. Wow. Auf der anderen Seite machen wir das Ganze ein bisschen zarter und benutzen wirklich nur diese Palette hier einmal. Ich fange mit dem Rot hier an. Und jetzt seht ihr, wie die Lidschattenpalette an sich einmal funktioniert. Extrem pigmentiert. Schaut mal. Eine Farbe rauf, zack. Jetzt könnt ihr da noch einen Schimmerton nehmen. Wird da fertig. Wir machen jetzt hier nochmal so ein bisschen mit dem dunklen Braun. Einfach hier außen. Und in der Crease, boom, zack, gehen wir auch hier nochmal in diesen Kupferton. Ja, der ist ein bisschen zärter, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass es nicht so extrem schimmern soll. Und so ein leichter Touch an Schimmer eigentlich am meisten schon gar nicht schlecht ist. Also ich hätte da persönlich ein bisschen mehr Schimmer gewollt. Ich gehe jetzt mit dem Braun einfach nochmal hier unten lang und nur hier außen. Mehr als ich eigentlich wollte heute, das ist natürlich extrem jetzt, ne? Das ist so fast schon Drag-Make-up. Die Seite ist natürlich so ein bisschen alltagstauglicher. Lassen sich extrem weich miteinander verblenden, ne? Also ihr seht, das ist schon so ein zarter Touch an Farbe. Ihr könnt sie aber auch, ich habe es nur gemacht, damit ihr seht, dass sie pigmentiert sind. Es gibt natürlich auch Sachen für die Lippen. Und zwar 500.000 verschiedene Lip Liner. Ich hole sie mal hier raus. Sämtlichen Farben. Wir haben Braun, wir haben Rot, wir haben Dunkelrot. Seht das? Extrem viel. Wir fangen mal an hier. Ich bin ja hier so eine braune Maus, ne? Was Lip Liner angeht. Extrem scharfe Spitze. Schöne Farbabgabe, sehr zart. Sehr, sehr schön. Mhm. Die Lip Liner sind gut. Ich swatch euch nochmal ein paar. Lip Liner kann man halt immer nie genug haben, ne? Oh, auch ein schönes Rot. Und gehen jetzt im Anschluss mit einem Lippenstift rüber. Schönes Nude Rot, Rosenholz. Wow. Super Farbabgabe, ist natürlich kein matter Lippenstift jetzt, ne? Ihr könntet aber wahrscheinlich auch mit dem Zauberpuder den jetzt matt machen. Und das ist einmal der Look. Schaut mal, ich habe hier einfach mit diesem, hier, braunen Stift hier vorne mir noch so ein bisschen wie so ein Catliner gemacht und den hier verbunden. Und jetzt liftet das ganze Auge natürlich so ein bisschen nach hinten. Das ist natürlich super extrem, aber ihr seht, dass man mit Produkten, die auf den ersten Eindruck vielleicht nicht so weltneu aussehen, aber trotzdem krasse und schöne Looks machen kann. Also das ist wirklich so ein Hallo, Katzenlook und das ist so, Hallo, ich bin süß, ich bin heute da, wollte mich kurz vorstellen. Das ist so, Hallo, du kennst mich schon. I stand. Die Lippen sehen wunderschön aus. Ganz weich, Textur ist kaum noch zu sehen auf den Lippen. Wirkt voll auf den Mund und auch hier. Der Blush und der Konturbereich gefällt mir richtig, richtig gut. Favorite Produkt definitiv das Zauberpuder und die Blush-Palette. Ich bin gespannt, was ihr zu der Marke sagt. Kanntet ihr sie schon? Falls ja, lasst mich das gerne in der Kommentarspalte wissen. Falls nein, ebenfalls. Schaut auf jeden Fall bei Make-up Coach vorbei. Super coole Sache, cooles Konzept mit dem Nachfüllen, mit dem einzelnen Kaufen. Und
alles wirklich handverpackt mit Liebe. Also es sind überall so kleine Zettelchen mit drin mit süßen Geheimbotschaften. Und das freut mich natürlich, wenn man das auspackt und dann, ja, dann fühlt man sich willkommen. Vielen herzlichen Dank an Make-up-Coach. Ich setze euch den Link, über den ihr einkaufen könnt, und den Code einmal unten in die Infobox. Ja, hat super viel Spaß gemacht. I love it. Freunde, wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf.